Heute stelle ich dir einen neuen, super niedlichen Bewohner in meinem großen Meerwasseraquarium vor, nämlich meinen allerersten Blenny. Bei den Blennies handelt es sich um sogenannte Schleimfische. Schleimfische besitzen keine Schuppen, sondern tatsächlich eine schleimige Haut als Überzug sozusagen und arttypische Tentakel am Kopf. Und das kann man auch bei diesem Blenny hier sehr, sehr gut sehen. Es handelt sich bei mir nämlich um eine Exenius stigmatura oder um einen Exenius stigmatura, einen sogenannten Korallenblenny oder Schwarzpunktblenny. Diese Schleimfische kommen rund um die Philippinen und um Indonesien vor. Und sind tatsächlich auch als Nachzucht verfügbar. Das ist mir ja immer ganz wichtig. Korallenblennies leben, wie der Name schon sagt, direkt in Korallenriffen. Sie sind also sehr riffbezogen, riffgebunden sozusagen und kommen in Tiefen von 2 bis 30 Metern ungefähr vor. Der Name Schwarzfleckblenny lässt natürlich darauf schließen, es gibt irgendwo einen sehr definierten schwarzen Fleck und der ist bei den Tieren an der Schwanzflossenbasis und das ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zu anderen Exenius-Arten. Also es gibt halt viele Exenius-Arten, die wirklich sehr, sehr identisch aussehen, auch sehr ähnliche Körperbauten haben, aber Exenius stigmatura hat halt vor allem dieses Stigma, ja, diesen schwarzen Punkt auf der Schwanzflossenbasis. Die Tiere haben einen Eintrag auf der roten Liste, der ist aber LC, also Least Concern. Das heißt, die Tiere sind aktuell nicht gefährdet. Und das erklärt auch, warum sie auch als Wildfang relativ günstig immer mal wieder im Handel zu bekommen sind. Da ist eben das Nachzuchtthema noch nicht ganz so weit verbreitet. Und um Nachzuchten von Exenius stigmatura zu bekommen, muss man echt ein bisschen länger suchen. Wie typisch für die Schleimfische handelt es sich auch bei dem Exenius, bei dem Blenny, um Boden- bzw. Felsenbewohner. Also die Tiere schwimmen nicht wirklich durchs Aquarium, sondern sind sehr, sehr, sehr standorttreu und bewegen sich dann auch eher über den Boden oder über Felsen. Sie können auch schwimmen. Also gerade Exenius stigmatura kann echt gut schwimmen. Also sieht auch manchmal echt toll aus, wenn er sich so komplett durchs Becken bewegt. Er tut es einfach nur extrem ungern und sehr, sehr selten. Denn tatsächlich leben die Tiere auch in freier Wildbahn eher allein oder wenn überhaupt mal in kleinen Gruppen, aber trotzdem hat dann jeder von denen seine eigene Hülle bzw. seine eigene Felsspalte, wo er sich hin zurückziehen kann. Und das ist eben auch was man natürlich fürs Aquarium bedenken muss. Wie schon gesagt, die Tiere sind extrem standorttreu und das bedeutet, die suchen sich nämlich irgendwann eine Höhle oder eine Felsspalte und erklären die zu ihrem Zuhause. Und dann bewegen die sich eigentlich aus dieser Höhle nicht mehr weg. Das heißt, da guckt die ganze Zeit immer nur so der Kopf raus. Man hat irgendwo so eine kleine Höhle. Bei mir ist das halt einfach so eine, wirklich so eine Höhle im Gestein, die da, glaube ich, sogar künstlich reingebohrt wurde. Wahrscheinlich war die dazu gedacht, dass man da irgendwie Ableger oder so reinsetzen kann. Also so eine schöne kreisförmige Bohrung, die da in dem Stein drin ist, wo sich halt jetzt dieser Blenny reingesetzt hat. Und da guckt einfach die ganze Zeit nur der Kopf raus und er guckt sich so ein bisschen um. Und tastet so ein bisschen und schaut so ein bisschen. Die können die Augen auch so unabhängig voneinander bewegen. Ist auch ganz interessant zu sehen. Und sobald er dann was sieht, was er interessant findet, meistens was zu essen, dann schwimmt er hin, krallt sich das und zieht sich sofort wieder zurück. Und das Geile ist, der schwimmt dann halt rückwärts in seine Höhle wieder rein. Das sieht echt niedlich aus, weil er schwimmt sozusagen vorwärts auf die Höhle zu, dreht sich einmal halb und parkt dann rückwärts ein. Sehr, sehr elegantes Tier, wenn er das macht. Also es ist wirklich schön anzusehen. Und er ist einfach auch super, super niedlich, weil man sieht ihm an, dass er sehr aufgeweckt und sehr neugierig ist. Aber gleichzeitig halt durch sein Verhalten auch eher vorsichtig. Also er schwimmt jetzt halt nicht frei im Wasser rum und guckt sich alles an, wie das ja beispielsweise die Rodarius ercodes total machen. Ja, die schwimmen um alles drumherum und gucken sich alles von allen Seiten an. Und Exenius stigmatura sitzt in seiner Höhle und schaut sich alles an. Und wenn er was Interessantes findet, dann schießt er dahin und schießt sofort wieder zurück. Und das ist eigentlich das, was tatsächlich man auch bei vielen anderen Blennies beobachten kann, dieses Verhalten. Tatsächlich ist es aber auch ein sehr hübscher Fisch, deshalb eigentlich ein bisschen schade, dass er die meiste Zeit in dieser Höhle hinsetzt, weil es ist durchaus farbenfroh, viele verschiedene Farben sind drauf, auch mit diesem Schwarzfleck halt ein sehr definiertes Merkmal, was dieses Tier einfach ausmacht. Und wenn er dann nämlich, gerade wenn gefüttert wird, mal auch länger als 1-2 Sekunden im Freiwasser unterwegs ist, ist das auch wirklich ein ganz, ganz toll anzusehender Fisch. Vom Waldwehr muss man aber sagen, und deshalb sind die Tiere auch in freier Natur hauptsächlich Einzelgänger, die sind untereinander sehr unverträglich und sehr revierbildend, dafür aber gegenüber allen anderen Bewohnern absolut friedlich. Das heißt halt nur auch, wenn du diese Tiere bei dir einsetzen willst, man setzt eigentlich nur ein Tier ein. Das ist bei mir jetzt eben auch der Fall. So, wie am Anfang schon gesagt, Nachzuchten sind verfügbar, ist allerdings ein bisschen schwierig daran zu kommen, weil die Tiere halt ja keinen Gefährdungsstatus haben und relativ leicht zu fangen sind, sind sie halt als Wildfang die meiste Zeit im Handel verfügbar und nicht als Nachzucht.
Die werden so 6 bis 7 cm lang und der Temperaturbereich wird angegeben von 24 bis 27 Grad, wo man sie am besten halten kann. Und ganz, ganz wichtig, sie brauchen halt Höhlen- und Rückzugsorte. Die werden auch immer mal wieder gewechselt. Also mein Blaney hatte jetzt schon am Anfang, hat er sich eine Felsspalte ausgesucht, auf der rechten Seite neben meinen SPS. Mittlerweile sitzt er halt in dieser Höhle auf der linken Seite von den SPS. Und wenn er ab und zu mal irgendwas Neues finden wird, dann wird er sich auch da sicherlich eine neue Höhle krallen. Also da muss man schon dafür sorgen, dass eben auch Höhlen und Felsspalten da sind, in die er sich zurückziehen kann und idealerweise mehr als nur eine, damit er auch eine Auswahl hat. Dabei sind die aber auch nicht wirklich wählerisch. Ne? Also das können beispielsweise auch leere Röhren von Röhrenwürmern sein. Das können auch leere Muscheln oder Schneckenhäuser oder sowas sein. Also die gehen in echt viele Sachen rein und gucken sich das erstmal in Ruhe an und bewohnen die dann für ein bisschen. Meiner hat sich bisher, wie gesagt, nur im Riff direkt in Steinhöhlen gemütlich gemacht. Aber wer weiß, also da kann einiges kommen. Und die sind da tatsächlich recht erfinderisch, was ihre eigenen Häuschen angeht. Die Tiere leben tatsächlich vornehmlich herbivor, sie fressen aber trotzdem auch alles andere. Also sie fressen auch Frostfutter, sie fressen auch Flockenfutter, sie fressen auch Granulate. Trotzdem hauptsächlich herbivor, denn eigentlich leben sie in der Natur von Algenbelägen, die sie mit ihren kleinen Zähnchen vom Gestein abraspeln. Also sie sind eigentlich relativ gute Algenfresser. Sie essen aber eben auch nicht alle Algen, sondern hauptsächlich Grünalgen, grüne Fadenalgen, sowas in die Richtung. Und wenn halt anderes Futter da ist, was sie leichter bekommen können, dann nehmen sie das natürlich auch. Also bei mir ist es so, wenn ich ganz regulär fütter, ich fütter mein Meerwasserbecken hauptsächlich mit dem Sea-Friendly Reflake Mix. Das ist also das Hauptfutter, was ich benutze. Das streue ich auch nicht auf die Wasseroberfläche, sondern ziehe das einmal so durchs Wasser durch, dass diese Flakes halt von der Strömung sofort aufgegriffen und verwirbelt werden. Denn dann wirkt das halt einfach wie Zooplankton und ist halt im kompletten Becken auch verfügbar. Und da krallt er sich auch regelmäßig ordentlich was von weg. Also der wird wenig Lust haben und wenig Muße haben, irgendwelche Algenbelege abzuweiden, die ich tatsächlich auch gar nicht so wirklich in dem Aquarium habe, muss ich sagen. Aber da nimmt er auch einfach alles andere an Frostfutter an. Frostfutter habe ich meistens Artemia und Krill hier und dazu dann eben der Flake-Mix, der noch mit dazu kommt. Und ich habe auch noch einen Futterautomaten dran, wo das Sea-Friendly Reef Granulat-Mix drin ist. Das ist zwar hauptsächlich für meine Chromis viridis gedacht, aber ab und zu fällt da natürlich auch für die anderen Fische was von ab. Links zu dem Futter findest du auch unten bei mir in der Videobeschreibung, weil ich diese Futter nämlich auch bei mir im Shop mit anbiete. Vielen Blendys wird ja nachgesagt, dass sie auch an Korallen zupfen, gerade an SPS, was bei anderen Blendys halt echt häufig ein Problem ist. Das ist bei Xenostigmatura nicht der Fall. Es gibt immer mal wieder Berichte, die habe ich auch gelesen, wonach gesagt wird, ja, ab und zu hat er mal an einer Goniopora gezupft, ab und zu hat er mal an einer Alveopora gezupft. Konnte ich alles noch nicht beobachten bei mir. Also meiner geht wirklich an nichts ran, was irgendwie mit Korallen zu tun hat, sondern der sitzt so lange in seiner Höhle, bis was Fressbares vorbeischwimmt. Vielleicht ist er einfach nur faul, das kann natürlich auch sein. Aber bei Xenostigmatura habt ihr ganz generell nicht oder nur sehr, sehr gering die Gefahr, dass er auch an eure Korallen rangehen würde. Das ist bei anderen Blendys tatsächlich höher. Mit einer der Gründe, warum ich mich auch explizit für Xenostigmatura entschieden habe. Weil das Verhalten von Blendys fand ich schon immer toll und ich wollte eigentlich schon immer einen haben. Mir war aber die ganze Zeit nicht so richtig klar, welchen am besten. Und dann bin ich irgendwann über den Stigmatura gestolpert und das passte einfach wunderbar. Und ich finde, der ist eine ganz klasse Ergänzung bei mir im Aquarium.